Ist Peter Klein etwa bald bei Promi Big Brother zu sehen? Startet Peter Klein jetzt so richtig durch? Seit Anfang des Jahres ist Peter nun von seiner noch Ehefrau Iris Klein, 56, getrennt. Als Single möchte der 56-Jährige jetzt so richtig durchstarten. Seine Ex verteilt zwischendurch immer wieder gerne Spitzen gegen den einstigen Maler und Lackierer. Jetzt behauptet sie, dass ihr Verflossener in den Promi Big Brother Container einziehen wird. Doch ist da wirklich was dran? Laut Bild ist bei Peter aktuell kein Einzug in die Reality-Show geplant. Der Influencer lege seinen Schwerpunkt momentan auf etwas ganz anderes, nämlich auf seine Gesangskarriere. Als Songwriter möchte er so richtig durchstarten und groß herauskommen. Gerade sei er also sehr mit seiner Musik beschäftigt, er müsse noch ganz schön viel planen, wie zum Beispiel die dazugehörigen Videos. Es ist wahr, ich werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Popschlagerstil aufgenommen, verriet Peter vor wenigen Wochen ganz stolz. Fans können sich auf jeden Fall freuen, denn der angehende Sänger möchte noch im Sommer dieses Jahres seine ersten Songs veröffentlichen. Pietro Lombardi macht Witze über Krisengerüchte mit Laura. Er meldet sich zu Wort. Im Juni 2022 hatten Pietro Lombardi, 31, und Laura Maria Rüper, 27, verkündet, dass sie wieder zusammen sind und ihrer Liebe eine neue Chance geben. Seither schien es bei dem Sänger und der Influencerin richtig rund zu laufen. Das Paar ließ sich verloben und bekam seinen ersten gemeinsamen Sohn. Seit Sonntag kursieren nun Gerüchte über eine mögliche Liebeskrise, über die kann Pietro aber offenbar nur lachen. In einer neuen Story auf Instagram wird Pietro von seiner Verlobten gefilmt. Mit verschreckten Armen und traurigem Blick sitzt er Laura gegenüber und witzelt: Ja Leute, ihr habt recht mit den Spekulationen. Das ist das letzte Video auf Lauras Kanal. Unsere Beziehung ist vorbei. Danke, dass ihr uns so supportet habt. Dabei verleiht der Zweifachpapa der scherzhaften Stellungnahme zu den Gerüchten Nachdruck, indem er das Video auf seinem eigenen Kanal repostet. Mein Statement: Es ist vorbei. Vielleicht wünschen es sich einige, schreibt er dazu. Doch wie kam es zu diesen Spekulationen? Am Sonntag meldete sich Laura mit kryptischen Zeilen bei ihren Fans. Wenn du anfängst, dich zu fragen, ob du jemandem vertrauen kannst oder nicht, dann weißt du bereits, dass du es nicht kannst, schrieb die Bloggerin und löschte die Story kurze Zeit später wieder. Gestern wirkte das verlobte Pärchen den Krisengerüchten dann mit einem Schnappschuss eines gemeinsamen Lunchdates entgegen.